Die Altstab ist innen komplett hohl, also eigentlich eine Akustikgitarre. Hören wir uns mal an, wie die akustisch klingt. Die kann also ganz schön laut werden, wenn auch nicht genauso wie eine reine Akustikgitarre. Semiakustische Jazzgitarren haben einen sogenannten Sustain-Block. Das ist ein Holzblock, der hier sitzt und ermöglicht, dass die Töne länger klingen. Außerdem verhindert er Rückkopplungen beim Verstärker. Dadurch ist der Resonanzraum aber kleiner und akustisch hört man daher nur sehr wenig. Elektrisch klingen Archtops trocken, die Töne klingen eher kurz und man hört das Holz gut raus. Aufgrund ihres Volumens hat sie satte, volle Bässe, dafür weniger Hochmitten. Die dünnen Jazzgitarren spielen erst elektrisch ihre Stärken aus. Sie klingen butterweich, schön mittig. Im Bandgefüge setzen sie sich besser durch als Archtops. Ihr Ton klingt länger aus und sie produzieren auch bei großer Lautstärke keine Rückkopplungen am Verstärker. Thank you.